Leute, ich frage euch eins. Are you ready? Yeah. Was geht ab, ihr Lieben? Damit herzlich willkommen zu einer weiteren League of Legends Runde mit Slushy und Lucky. Moin. Endlich spiele ich mal wieder mit den zwei. Das ist schon viel zu lange her. Es hat mich richtig sad gemacht. Wirklich. Ich auch. Glaube ich dir. Aber genau. Schule und Co. Marvin, du weißt immer, wann neue Champs kommen. Was meinst du? Eine Woche? Zwei Wochen? Zwei Wochen. Zwei? Nee. Ich glaube, das dauert länger wegen Burgard Rework. Ach, kommt als nächstes das Cho'Gath Rework? Urgott. Okay, Urgott, ich hab's noch nicht verstanden. My bad. Ja, was spiele ich? Ich dachte mir, ich packe mal Lucian Mitte aus. Generell ist Lucian ein sehr gern gespielter ADC. Super auf der Laning-Phase, super im Early, super mit. Im Late-Game bisschen schwächer, aber man hat's auf der MSI gesehen. Faker wurde auch gut zerstört. Es war hauptsächlich gegen eine Orianna gespielt, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Mit dem Blade of the Rune King, Black Cleaver Rush gegen Lux. Genauso exotisch fast wie... Oh, die invaden! Genauso exotisch fast wie dein Jungle-Pick, Loki. Oder Nunu Bard Botlane. Wait, what? Wer spielt Nunu Bard Bot? Die Gegner. Auf Level 1 skillt ihr die E. Die Frage ist, ob ich mit Lux gut traden kann, wenn sie ihre E-Plus-Auto-Attack... Das ist die Frage. Lux E-Plus-Auto-Attack, macht das mehr Damage als mein E... Double Auto Attack, vielleicht noch ein Auto Attack? Ich glaube, weil Thunderlords. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber wenn sie danach noch weiter tradet, dann habe ich sie, weil Auto Attack Trades gewinnt sie. Also vielleicht gewinnt sie den ganz kurzen Burst vorher. Was ist mit dem Bard? Sneaky, oder was? Sneaky Plays? Okay, wir pushen auf jeden Fall erstmal die drei Melee Minions raus, das ist wichtig. Weil die traden euch sonst richtig eklig weg. Da kommt Nunu. Okay, Lux ist erstmal noch sehr verhalten. Ich habe jetzt auch nicht ihre Elo gecheckt. Hat das einer von euch mal gemacht, oder? Nee, ich habe keine Elo nachgeguckt. Die Anlage, dass das Binding nicht trifft. Oh, das war zum Beispiel einer von diesen Trades, wenn ich gesprochen habe. Ihre E hat glücklicherweise nicht getroffen. Die Auto-Attacks. Ja, das war einer von den Trades, die Slushy meinte. Und da kriegt sie noch einen Doppelschuss. Und ich bin Level 2. Ich das jetzt irgendwie nutzen kann. Das ist so geil. Also Midlane Lucian ist ja direkt aggressiv pur. Helfen kann ich jetzt nicht, aber sie... Wait, guckt euch mal ihre Items an. Die aggressiv. Also die spielt auch super aggressiv, die ist sich vor ihrer Sache sicher. Jetzt pushen wir ein bisschen ein. Ich denke, dass du ein Scrub ohne Leben bist. Stimmt, den schon ganz vergessen. Nice, meine CS-Künste on Fleek. Wir haben uns schon mit Lucian CS verkackt, ne? Aber Max. Okay. Okay. Ja, Trade wenn du jetzt reingehst, dann kriegst du auch nichts. Ich überlege nach vorne zu flashen, wenn sie ihre E einsetzt. Wenn sie ihre E einsetzt, drüber zu flashen. Komm, ich komm da. Reicht es? Ach du Scheiße, Ich hab nicht rechtzeitig meine Combo durchbekommen. Das war my bad, aber es hat trotzdem geklappt. Wir haben sie gekillt durch die Barriere durch. What, was will der denn? In den Minions? Ah, okay. Was brauche ich jetzt? Zwei Langschwerter into Pots. Unfortunately, sag ich mal, kam auch noch der Lee Sin. Aber kannst du den Wave irgendwie so... Halten wird schwer. Okay, sein Q ist raus. Ich bin auch relativ schnell wieder da. Also... Ihr habt's gesehen, ne? Das war so ein Disrespect-Flash. Der Lee Sin. Okay, danke. Lee Sin kann top nicht weit kommen. Ich glaube, ja, laufen doch. Die Lux hat, glaube ich, noch ihren Flash. Jetzt muss ich eigentlich oder auch nicht aggressiv gehen. Yep. Ja, Lux hat ja auch immer noch, wenn ich nach vorne dash.
ihr scheiß Binding. Eigentlich war es schon richtig von Lee Sin zu kommen, weil ich will halt aggressiv spielen. Marvin? Ja, das war wieder ein guter Trade. Das war ein super Trade. Jetzt nur auf den Lee Sin aufpassen. Nur auf den Lee aufpassen. Und sie vielleicht ein bisschen trappen. Rein, Lee ist top. Ich komme. Falls er abhauen will. Ich komme auch. Warte. Oh. Oh. Ich bin da. Oh Gott, nee, das kommt, weil ich lange nicht mehr gespielt habe. No! So schlecht. Hätte ihn das erwischt, wäre es aber auch sweet. Keiner hat den Fame Flash gesehen. Ganz ehrlich, das war Slushies Schuld. Warum ist er nicht rotiert? Nee. Ich merke aber gerade, ich brauche einen Blue Buff. Das ist alles ziemlich mana-lastig, diese aggressiven Kombos. Jetzt habe ich mir Level 6 wahrscheinlich verschenkt durch diese Rotation. Ja, schlecht. Also Leute, mit Level 6 Ansage. Scheiße, das reicht nicht. Die Kelly wird, glaube ich, nicht reichen. Da kommt noch eine Wave. Und mehr kann noch ulten während er sich zieht, ne? Und das ist recht mit Level 6. Da ist der Lee. Wie low ist er? Er ist nicht low. Er wird wahrscheinlich hier nach kommen. Ich würde gerne Slide Ulti machen. Habe ich genug Mana dafür? Oh mein Farm, Alter. Ist auch legendär. Oh, hat das mal gesehen? Ja. So sad. Oh, habe ich noch genug Mana für eine E? Wie teuer ist die? 40. Ah, sie hat Level Up. Oh, ich habe, glaube ich, mein Culling aber auch ein bisschen zu früh abgebrochen. Ich wollte den Double-Schuss nehmen. Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt abgebrochen habe, aber... Sad! Aber dieser Lucian Mitte-Pick, guys! Ich will nicht sagen, dass das jetzt der beste Midlaner ist, aber unter einigen Bedingungen... Seems legit. Außerdem Blade of the Rune King, super geiles Item. Damit wird es auch nochmal interessant. Lee könnte ungefähr Botzeit sein. Will ich mal gesagt haben. Machen wir das Attack Speed. Das ist aber schon Safe Call, oder? Was soll das jetzt, Slash, ja? Das ist jetzt hier Top Lane. Und? Also, was hab ich gesagt? Safe Call? Safe Call, Junge! Da ist er gut. Und da kommt der Klett. Oh, stark! Double Binding! Aber ob sie es können? Ob sie. Er muss ignorieren können. Oh, leck mich doch. Wenn und sie verrecken. So und die Lux kommt runter. Vielleicht. What? Oh, ich bin so hart. Jetzt feedet er. Jetzt feedet er. Sag, wenn Lux irgendwas genutzt hat. Flash oder irgendwas. Was ist das? Die sind alle mit. Hat die Lux schon geultet? Hat die Lux irgendwas benutzt? Ich komme. Ich komme, ja. Die sind low. Ich komme. Fuck. Ich hab auch wieder Flash und so. Die wissen, dass ich komme, oder? Scheiß Heal-Teile. Oh Mann, ey, ich treff meine Qs nicht. Scheiß Nunu, ey. Da kommt der Roboter. Double Kill, Boys! Hä? Wo ist hier? Wo ist die Fankurve? Die Fankurve von Mr. Michael P. Das muss wie im Stadion sein. MSI Lucian spiele ich doch hier. Wo sie diese komischen Nudeln gegeneinander schmettern. Ist so. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ignite an Bart noch reicht, aber alles kalkuliert. Oh yes, das fühlt sich gut an. Leider kein Blue Buff. Hast du den jetzt genommen? Den gönne ich dir auch noch einmal. Alles gut. So, das war schon mal gar nicht so bad. Wie teuer ist Blade? Cutlass habe ich. Das habe ich. Oh, starker Einkauf! Sogar mit den ganzen Wards und den Tränken. Lux fehlt, Vorsicht, Bot.
Okay, sie ist wieder da. Ich glaube, ich kann sie jetzt wieder direkt anspringen. Ich habe einen Red Buff und Cutlist. Ich müsste sie regeln können. Aber sie wird backgehen jetzt. Sie wird sich wahrscheinlich ihren eigenen Blue Buff sichern. Mom, du könntest vielleicht mal Topline versuchen. Nee, mach ich nicht. Ich drop gerade ein. Sie könnte. Da ist sie. Oh! Könnte reichen, oder? Nein, sie hat noch ein Schild. Diese ganzen Schilde. Oh mein Gott. Ich kann pushen. Ey, das ist so eine Dominanz. Die kommt zurück für eine E. Wird bestraft. Wo ist der Lee? Habt ihr den Lee gesehen? Der Lee war top. Er ist hinter mir. Oh shit, oh shit. Reicht es? Yep, execute at least. Nice. Top Level Tower bekommen. Nice. Ganz ehrlich, vom Prinzip, Lux und Orianna macht aber... Okay, bei Orianna ist es halt so, wenn sie ihr Ball nach vorne platziert, dash ist vorbei, dodge den ganzen Damage, deswegen ist das so als Counter gedacht, aber Lux kann dich beiden, pipapo. Dennoch... Hä, hat sie das nicht gesehen? Ah, die Ulti war zu spät. Reicht es, wenn ich das verkaufe? Oh, es reicht! Oh mein Gott, es wird nur noch schöner. Lux fehlt. Ja, das Ding ist, Tryndamere, wenn er schon im Early rasiert, den wirst du nicht mehr kriegen. Meine größte Hoffnung ist ehrlich gesagt noch der Loki. Er rasiert ja nicht, es ist einfach nur, dass er die Sinn hat. Geist, ich komme auch. Ich bin ziemlich stark. Lux ist nicht da. Oh, die kassiert gut. Ist sie gewartet, was? Nee. Lass mal noch warten. Lass die. Es kann sein, dass Lux gleich hier kommt. Aber sie haben abgebrochen. Okay. Weh, sie beinet mich jetzt hier. Das wäre natürlich auch evil. Oh, wieder so knapp. Ich hatte leider keine Ulti früher. Vielleicht kriege ich mal ein bisschen Damage auf den Turm. Da ist der Lee. Ich glaube, der kennt meine Power noch nicht. Alter, der Tryndamere hielt sich so hoch. Ich wusste das. Man kann es doch nicht von dem Lee erwarten, aber es sah schon so aus, als ob er diesen Smite-Trick probiert. Und ich kann immer noch den Tower pushen. Wow, dieser Pick ist so Bombe. Endlich ein Blue Buff, weil ich war schon wieder und konnte nicht ultien. Memo an den Jungler. Wir könnten die Glocke. Oh, Scheiße, kommt drinnen zu mir? Nee, er ist immer noch da. Die große Frage ist: Ich habe mein Blade wieder ab. Sie kann mich fast wegbürsten. Ich muss er aufpassen könnte, jetzt. Er könnte, der Tryndamere könnte kommen, der ist hier Mist. Der ist in Richtung Jungle rangegangen. Lux fehlt auch gerade. Die könnte zum Blue Buff gehen, die könnte. Der Tryndamere ist wieder da. Ich hab mich hochgeheilt, man hat ja auch noch den Sustain. War sie beim Blue Buff? Könnte auch Bot sein. Sie ist echt Bot, okay. So, ich kann schaffeln. Hat Lux irgendwas benutzt, habt ihr nicht gesehen, ne? Weiß ich nicht, ob Raze oder nicht. Okay, Tower gehört mir, leider nicht Tower fürs Blatt. Das ist mit dem Lee. Oh Lord, nice. Ich dachte, er hätte Flash, aber ich hab keinen Flash mehr ab.
Ihr wollt über die Wand flashen, dann Protobetten damit töten. Aber du gehst so flash oder kommt da gar nichts. Also ich bin notfalls da, wenn ich. Ja, ich kann die baiten. Autsch. Nein, ich bin so boosted! Ich bin so boosted! Ich sag dir gleich warum, aber ich lass dich erstmal noch konzentrieren. Der Tau ist tot, der Tau ist tot. Nice, sie trifft nicht, der Laser. Und wir. Ich bin so boosted, ich hab mein Blade nicht eingesetzt. Das war my bad. Das war my bad. Das braucht noch nicht. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht hinter die Stellen sollen, sodass du gegen mich gekickt wirst. Ein bisschen. Miss Positioning. Nicht schlimm. Ja, ich sag trotzdem mehr, dass es my bad war. Ich geb dir da nicht die Schuld. Wir gewinnen es trotzdem. Alles gut. Es ist auf jeden Fall möglich. Wobei der Trainer mehr wird mich später auch überrollen können. Ja. Da geht's zum Blue Buff. Wenn wir den abfangen wollen. Oh ja, da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Oh mein Gott. Ich hab Ulti ab. Nice. Kannst du danach so zum Blue kommen. Okay. Nice, Alter. Wir gewinnen das trotzdem. Slash hat recht. Immer recht. Jetzt kommt der Slushy-Stil. Doch nicht. Nee, es hat nicht mal den Finger gejuckt. Aber du warst so still, ich war mir nicht sicher. Lux rotiert auch Bot. Hast du TP? Schade. Nee. Boah, die sind so deep, die sind so deep. Ich bin gleich da. Scheiße, aber. Was ist das für eine OP-Botlane hier, ey? Ja, Lulu-Bot-Kombo. Kommst du klar, Loki? Scheiße, ich push jetzt, ey. Ein bisschen. Oh mein Gott, Double Kill. Trainer mehr pusht Mitte, kannst du vielleicht Slushy halten? Gott, dieser halten? Champion, ne? Ich versuche es. Oh. Oder er rotiert zu mir. Er rotiert zu mir wahrscheinlich. Was ist mit Inferno eigentlich? Ich versuche Mittlern zu dürfen. Ah, drin hat ihn gemacht. Okay. Oh my gosh. Ich hoffe, einige von euch probieren es mal aus. Nice! Der Lee. Kein KS? LOL! Der KS ihn doch! Die arme Way! Was baut man jetzt? Ja, Revolver? Braucht doch meine Kills. Ah, was für Revolver? Wie heißt das Ding? Oh, warte mal, wie heißt denn das Ding? Ach, Fire Cannon, sowas. Rapid Fire. Okay, ich google trotzdem nochmal sicherheitshalber. Was bauen die Lucians heutzutage? Die bauen Blade, Phantom Dancer, Fire Cannon und Infinity Edge. Okay, zwei Crit Items jetzt und AE. Ich glaube aber nur. Marvin. Ja? Bereit für den Top-Down-Gank? Ja. Hoffentlich steht der Nuno hier nicht schon. Da ist er schon. Aber. Hol ihn dir. Was? Ja, wenn ich kein Ulti habe, kriege ich den nicht mehr. Pass! Oh, fick dich, Lee Sin. Ich hab ein bisschen spekuliert und dachte, vielleicht ist er nicht auf der Seite. Falls nicht, kriege ich den Bard hier. Ich hätte nicht hinterhergehen dürfen. Aber wenn man den Kill riecht, ne? Dann wird man zum Tier. Okay, aber krass, Bard und Nunu solo auseinandergenommen.
Der Pick ist auf jeden Fall gerade erstmal ziemlich angenehm. Wir brauchen den Top Tower als nächstes. Oder wir brauchen hier halt einfach mal Wards. Ward deeper, but be careful. Schatz, machst du mit uns hin? Cool. Wann soll ich dich wecken? Nach ein, zwei Games, alles klar. So, ich komme in deine Richtung, Marvin. Ich bin ziemlich brutal stark. Okay, ey, komm, Ward, ja. Fucking Laser, Alter! Da konnte ich leider auch nichts mehr machen, also. Ich hatte mein E schon benutzt. Wie ist denn jetzt ausgegangen? 2 für 2. Die wollen dich noch. Oh! Ja, dass ich hier auch die ganze Zeit keine Vision hatte, dann konnten sie so eklig auf mich umdrehen. Nein, haben... ich bin tot. Was? Muskelwand. So. Karma, we really need. Deep awards if we want to continue. Oh, ich habe keinen Platz für ein Ward. Ich kann höchstens das hier machen. Der Bard Damage aber auch, ne? Im Early. Er hat noch einen Lich Bane. Was ist Bot? Brauchen wir den Tower unbedingt. Ja, ich kann das nicht pushen. Wow. Woo! Nice. Irgendeinen Drache zu holen. Ist ja auch ein Herald gar nicht so schlecht, dachte ich, ist auch schon lange weg. Tja, und dieser Bild ist halt super geil im Midgame, ihr seht es. Aber später flacht er, sag ich mal, ein bisschen ab. Oh, toll, das ist ein Lichtung. Den würde ich mir holen. Oder auch nicht. Ich bin unterwegs. Kannst du ihn einmal anleihen? Oh, schade. Ich bin auch da. Boah, das ist aber geplatzt. Ui. Oh, stark, Geist! Baron, Baron, Baron! Go, Nashor! Vier Leute sind tot. Nunu, respawnt erst jetzt. 3, 2, 1. Delivery System! Oh, ich glaub, du musst ein bisschen tanken, oder? Also, du mautest hier eh gleich auf. Ich hab keine Mana mehr. Wayne, haut drauf! Er müsste klappen. Nice, er macht den Baron nicht! Oh, achso, oh, fuck, Nunu! Smite, 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 smite! Holy shit, ich hatte Angst. Good job, Mann. Lucky, good job. Als ob Marvin fails, Mann. Ich hab nicht mal geguckt, hast du Smite überhaupt da? Ja, hatte ich. Okay. So, was baue ich jetzt? Warte ich noch kurz auf den 20% Crit-Mantel. Wahrscheinlich besser als nichts. Kann ich den roten haben? Den roten, hochprozentigen roten. Oh fuck. Ja. Bin ich jetzt alone hier? Ja, der Drake Stack. Das geil ist, wenn man so eine Combo hat und dann nur noch einen, der dich bufft oder so. Mit Karma im Team oder so. Oh hier, hier, hier. Pass auf, der Bart. Ah, die sind runtergelaufen. Warte, ich kann da hinleuten. Ja. Vorsicht.
Nein! Ach komm. Was ist denn das? Ich dachte, ich nämlich mal kann. Die Drecks-Ulti, ey. Hm. Ich hab so einen Hit abgehabt. Idiot. Toll. Der Bart, ey, der rotiert schnell. Das muss man ihm lassen. Wenn jetzt nicht gewardet ist und er den Tower noch holt. Der war gewardet. Dann weiß er genau, was er tut. Weil der Junge ist ja wieder voll leid. Ja. Vielleicht müssten wir selber mal pushen oder so. Ja, Lux ist schon wieder hier, ist schwierig. Wobei, wir haben ja den Baron-Buff, ne? Hat er noch Ult? Der hat die auf jeden Fall verwendet, aber keine Sekunde mehr. Alter, ganze Party hier. Von 4 Leuten in die Mangel genommen, ey. Der Bart, der macht ein richtig schönes Ding hier, ne? Der läuft von der Bot auf die Top. Der ist nur am Roam, macht die sneaky Traps. Da zieht wahrscheinlich noch die eine oder andere Ward. Nein! Die hat, glaube ich, lol. So wack, Sonjas. Ups, ich dachte, ich hätte einen Trank. Ich glaube, dadurch, dass wir einfach wirklich seit 10 Minuten auch selbst mit Baron Buff nicht dazu kommen, überhaupt ein Ward zu platzieren, weil da vorne, dass es schwer wird durchzubrechen. Die Gegner müssen irgendwie zu hart diven. Vielleicht so wie jetzt. Cannon hat eine Ulti, die relativ gut gesessen hat. Aber ja, drinnen mehr, der tankt einfach übel lang. Oh Mann, ich war nicht beigetroffen. Tryndamere ist so ein Hurensohn-Champ, ey. Ich nur Tryndamere. Okay. Ah, auch nicht ganz clean. Double Kill wird nicht reichen. Wenigstens ist der Inhibitor erstmal noch drin. How about Groom? Wäre vielleicht mal eine Idee. Shield me, please, then. Wenn die Karma mir auch noch ein paar Schilde verleiht. Blue Buff wurde geklaut. Nächster Objective: Drache und Baron spawnen gleichzeitig. Wenn die hier Drache machen, könnte man eventuell den Baron rushen. Oh mein Gott, ich habe in der Aufnahme die ganze Zeit keinen Ton. Wirklich? Spaß. Lol. Der ist so schlecht. Sonst wäre es viel wert, viel besser, Mann. Lee Sin hat 12 Kills. Das ist eigentlich gut für uns, weil wenn Lee Sin verkackt, sein Schutzengel ist auch raus. Vielleicht jetzt Mitte? Kann sie baiten? Vielleicht will er ja. Ist sie runtergefallen? Die Nudel. Die sieht die Kanten noch nicht so gut, ne? Die ist doch schon öfter vom Sofa gefallen. Ah, vielleicht wollte die auch runter, aber die sieht. Die Nadel. Okay, wie sieht's aus? Mit einer Klett-Ulti oder so? Oh mein Gott! Warum geht's denn? Ja, ich wollte die Erbe followen. Oh shit, die Bartels. Die Frage ist eher, warum bist du so deep? Warum ich so deep gehen? Weil ich das Schild habe dafür und wieder raus kann. Ja, ich hab. Wenn du beschwerst, dass ich jetzt nicht mitkomme. Schade, Schokolade. Hättest du noch Sonjas drücken können, oder? Ja, aber was ich sehe. Okay, passiert. Schwierig, ey, weil. Er war vielleicht auch wieder komisch aufgeteilt. Ich glaube, mit meiner Ulti überhaupt nicht. Also, ich habe meine Ulti auch gar nicht verwendet. Ich komme auch gerade irgendwie an keinen richtig ran. Weil, keine Ahnung. Sobald ich irgendwie stehe, smashen die mich einfach nieder. Mitte können wir noch halten, glaube ich. Scheiß auf Bot. Okay.
brauche auch mal wieder Farm. Nee, du kriegst kein Farm mehr nach dem Engage. Also das Problem jetzt hier ist halt einfach, ich würde fast schon gerne splitten, aber wir haben einfach auch kein Ward. Und gegen Bard, Nunu und Lux fehlt mir ein bisschen die Reichweite. Ich kann nur einfach noch weiter hoffen, dass die Gegner wirklich mal einen Fehler machen. Oh, warte mal, die machen Drake! Go, go! Mach nicht zu zweit! Komm! Scheiße. Machen wir den? Genau. Lass den mal machen, oder? Gehen wir den zu zweit. Komm mal jetzt rein. Okay, dein Call. Okay, nee, hier ist gewordet. Drinnen, er kommt schon. Ich bin relativ sicher. Ja, wir brauchen halt jetzt irgendwie so einen übel riskigen Call, damit es klappt, aber haben sich die Gegner auch nicht drauf eingelassen. Hier? Halbwegs okay, wir haben, warte, wir haben zwei Leute geholt, ne? Ja. Ich habe diesmal ein bisschen vorsichtig gespielt, aber richtig geiles Condemn von der Wayne. Danke. So, Midlane-Turm. Nice! Noch weiter, oder? Ja. Ich hab einen Redbuff in der Bark. Oh shit. Dieser eine kurze Mausklick, der mich nach vorne bewegt hat. Oh. Der hat noch Ult, glaube ich, oder? Ja. Aber Kennen hat auch gleich Ulti. Dieser. Wann hat der Ulti? Wann hat der junge Ulti? Ja, jetzt haut er halt. Ja, was soll ich da noch machen? Ja, du wärst eh nicht weggekommen, aber es sah lustig aus. Das ist. Die haben so viel CC. Ich glaube, ich bräuchte einen Schutzengel gegen die jetzt oder sowas. QSS vielleicht? Vielleicht eine QSS? Vielleicht eine QSS, dann werde ich nicht verlangsamen. Das könnte es echt sein. Also Lucian, ich glaube, es gab mal von Riot Games ein Video gepostet, wo Double Lift über Lucian gesprochen hat. Und meinte, das ist halt ein Pocket Pick, pipapo, so hieß, glaube ich, das Video. Und es gibt auf jeden Fall ein Skill Cap auf Lucian, was viel höher ist, als viele denken. Also ich habe jetzt hier auf jeden Fall auch noch einiges zu lernen. Oh, nice. Wie sie immer wegkommen alle, ne? Oh, jetzt kritisch! Vielleicht hätte ich früher AI bauen sollen. Bin ich jetzt hier alleine vorne? Ist das gefährlich? Ja. Schon mal die Wave gecuttet. Trainer hinter euch! Releasen ist fast tot. Direkt wieder. Ja, direkt wieder. Lass zu viert einfach umdrehen auf. Auf den Lucian. Was ist denn auch alles schon wieder tot? Was ist das? Frei gedrückt sein. Hab direkt die Lux gesnackt. Wow, wir haben keine Frontline. Das ist, glaube ich, das Problem. Wayne kann nicht böllern. Ich kann nicht böllern. Hätte ich mal Gangplank gepickt. Kappa. Aber gut, das Game war trotzdem richtig schön. Und ja, noch ist es ja nicht endgültig vorbei. Vielleicht kommt ja doch noch dieser eine Fehler.
Vielleicht kommt dann noch Marvin's Klett raus. Immer dann, wenn ich so stolz bin und denke, ja Mann, ich hab die Lux one-shotted. Warte mal, warum sind alle von uns tot? Vor allem, ich mach eine Kombo mit E, Double Auto-Tag, Q Double Auto-Tag und es reicht, dass alle tot sind. Oh, krieg ihn bitte! Oh ja, man kriegt ihn nicht. Oh, nicht weit genug. Hat er sich hier versteckt? Er könnte sich im Gebüsch versteckt. Dann hättest du keine Vision gehabt. Ich hasse diesen, ne? Wenn er da drin ist. Dieser Champion tiltet mich so hart. Der ist in jedem Spiel, ist der. Ja, der macht sich gerade auch gut useful. Ich will den Bug. Ah, oh. Mitte? Ja. Oder hältst du aus? Ich weiß es nicht. Ich kann den nicht. Wer hier ist gewardet? Ja. Lux könnte mich. Ja. Der Lee snipe mich. Ah, der Lee ist auf jeden Fall eine übelste Bedrohung. Ne? Late Game Lee Sin macht er auf jeden Fall noch useful. Schade, wir haben auf jeden Fall gut erstmal angefangen. Der Bard, er ist so gefährlich, wenn wir den kriegen. Das könnte uns weiterhelfen. Der Drake. Gesundheit. Danke. Der Drake steht an. Der Nunu war aber auch extrem squishy. Die haben, sind alle relativ squishy. Bis auf natürlich drin der Ulti Lee. Outer Vision. Far Side. Benutzt dein Trinket. Ich brauche noch 165. Fuck, das war schon eigentlich echt ziemlich geil. Warte mal. Scheiße, ich muss steffen. Das ist nicht gut. Nice. Komm, Homeguard Boots, schneller, 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 schneller. Homeguard Boots, go, 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 was ist los? Okay. Okay, die sind abgehauen. Ich bin jetzt voll wild. Spannung. Alter, ich würde hier super gerne clearen, aber. Ich hab gleich wieder Ult. Jetzt noch das letzte wichtige Gebüsch. Okay. Ja, ist nicht. Hauptsache die Vision ist weg, dann weiß ich schon mal, wo ich mich bewegen kann. Das ist halt eigentlich die Karma, die muss da ständig rewarden eigentlich jetzt. Hab's ja. Nice. Jetzt gehen sie. Soll ich auf Nunu ulten? Wayne ist nicht da. Ah, ist okay. Vielleicht doch sogar besser, dass es nicht eskaliert ist. Alter, mach wieder mit. Alter, der hat mich gerade in Tausender auf Deck gemacht, der Bart. Das ist so behindert! Dieser Lee Sin, Alter, ist nur auf mir! Ich schwör's dir, dieser Lee tiltet mich! Oh!
Das ist so krass, Mann. Wow, die Vayne macht gerade richtig hart Plays. Oh, sweet, wow. Der hat ein Triple. Das wird nichts mehr mit dem Eisball. Oh, schade. Ey, dieser Lee Sin ohne Scheiß, Mann. Immer diese Q Auto Attack E Ult weg Q Follow Combo. Alter, wie lange Zeit habe ich den Banshee's Wail das letzte Mal gebaut? Oh, ich glaube nicht. Respawnt jemand? Ja, doch, du respawnst. Oh, ja. Nice. Wenn wir jetzt Picks machen. Ah, scheiße, die Base, ne? Der kriegt ihn, ne? Die Ult! Einfach vorbei. Oh, Junge, ich hasse es! Ja, der Lee Sin ist richtig in Nerven auf jeden Fall. Also das Ding ist, man kann carryen, aber nicht, wenn der Lee Sin immer genau da steht, wo du die Lücke hast. Den Nunu hätte ich Insta gekillt. Lass mal hier trappen, oder? Oder ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, in der Hoffnung, dass es nicht gewollt ist, weil die wollen bestimmt den Red Buff gleich haben. Ah, hier ist gewollt gewesen. Pass auf, ihr seid ohne mich dort. Komm so weg, komm so raus, komm so raus! Komm so raus! Da, können ja, wir Mann. Das Vektor machen? Dwayne! Ja, wenn jetzt kein Backdoor machen. Nice, warte mal. Wenn der Trainer jetzt stirbt. Wow, ich krieg mir mal den jetzt Kill. Defen. Baron? Was ist das für unsere Klammer? Jetzt mache ich aber auch wirklich die Fehler, das ist... What? Und Gold Cannon! Wobei, jetzt auch keine Minions mehr. Schaffst du ihn? Nice, guys, nice! Die Death-Timer sind schon lang. Come back! Never say never! Berlin! Ich hab mein QSS gerade zu spät eingesetzt, viel zu auf Bett. Okay, das Problem ist, was machen wir jetzt? Jetzt kommt Trinner mehr und Backdoor. Wir müssen warden oder so die Seiten irgendwie. Wir müssen ihn CC'en. Ja, stimmt, CC ist nicht schlecht. Wir dürfen die Base nicht verlassen. Aber ja, der Trinner hat kein CP mehr, ne? Ja, wir könnten jetzt hier zum Beispiel. Da müssen wir Water haben, kann man? Ich glaube, die groupen irgendwo. Die kommen gleich zu 5 mit so einer Bart. Mit so einem Barttunnel. Ah, die Waves ist noch geklärt. Ich glaube, Bottrum können die noch am besten, aber da haben wir einen. Wo sind die? Ich weiß es doch nicht, ich bin da. Jung. Schon mal nicht, gar nicht so übel. Fuck, ey, ich glaub, die Minions. Fuck, Minions. Was ist denn? Kinder? Geist! Ich darf noch. Oh mein Gott, kriegst du die, Marvin?
Die Death-Timer sind übel lange. Nein, 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 nein. Die liebe Tore, sie kommt wieder, Mann. Oh mein Gott. Nein! Da wurde ich weggeböllert. 1000 Damage. Okay, warte, wir haben es einmal geschafft. Wir können es wieder schaffen. Ach du Scheiße. Der Lee Sin beschwert sich jetzt erstmal über den Wayne-Pick. Ja, hab ich auch gedacht, dass ich das Klett nicht balance ist. Ich nur so alles, ja. Ja, ich kann glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Bild verbessern kann. Ich glaube, ich könnte Schuhe mit Phantom Dancer tauschen. Eigentlich müsste das worth sein, noch mehr Crit. Oder ich baue eine Triforce für mehr Leben. Da habe ich 40% Cooldown Reduction, auch gar nicht so bad. Ich weiß, Leute, ich habe jetzt zweimal Rage. Rage deswegen nicht. Aber mir geht's einmal einfach um die Survivability, um den extra Burst. 40% Cooldown Reduction, ich muss sliden. Double Auto. Oh mein Gott, ich will den Red Buff haben. Wenn ich jetzt hier sterbe, dann... Report. Passt aber auf, ich und Ben sind da nicht da, ne? Ich bleib hin bei Bett, falls der Trinner mehr kommt. Oh, Trinner mehr, Base. Der Rest von denen steht am Drake. Ist alles gut, nicht hinterher schäden. Oder? Doch. Oh, bitte steht der Punkt. Oh, warum so blöd? Aber den habt ihr, oder? Nice. Trennemer ist schon mal down gegen Karma, ist okay. Ich stell mich mal schnell hier rein. Können die. Da müssen wir Sweepern, können wir vielleicht trappen. Ich hab keinen Sweeper ab gerade. Ja, klar. Oh. Fuck, warte mal, was macht die Wayne davor? Der Bart? Kommt ihr hierher? Ja. Oh mein Gott, der one-shotet mich fast. Ich bin tot, oder? Holy shit! Full AP Bart. Marvin! Okay, never mind. Damn. Wir haben gekämpft. Ich glaube, es war spannend. Das auf jeden Fall. Ich kam im Late Game einfach nicht zum Carrying. Dennoch, Leute, hoffentlich hat es euch gefallen. Hoffentlich habt ihr überhaupt mal Bock auf so einen Pick wie den MSI Lucian. Auf der Lane ging er noch etwas besser danach. War er nicht ganz so 100%. Aber ihr seht den Damage-Grafen. Damage ist auch getan. Ja, im Prinzip war das Game gar nicht so bad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch das Slash und Marvin wieder dabei war. Alleine für diese zwei Dudes einen Daumen hoch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mr. MacGyP. Haut rein. Tschüss.